hören. Mensch, Becker. Mensch, Becker, es sind nur noch 7 Tage, bis Weihnachten endgültig unterm Weihnachtsbaum entschieden wird. Da muss da irgendwann auch mal Schluss sein mit dem Genörgel und Genöle. Und deshalb möchte ich Ihnen, Herr Becker, hier und heute einmal von ganzem Herzen danken. Was ist denn mit Ihnen? Haben Sie zu viel in Glühwein gebadet? Nein, ich will mich einfach nur bedanken. Bei Ihnen, mein lieber Herr Becker. Natürlich auch bei Ihnen, verehrte Gäste hier im Saal. Und nicht zu vergessen, bei Ihnen da draußen an den flimmerfreien Flachbildschirmen. Danke, danke, danke. Und damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Nein, ich habe keine Drogen genommen. Man hat mir auch keine Beruhigungsmittel in den Spekulatius gemischt. Nein, ich habe einfach nur eine Zeitung gelesen, eine süddeutsche. Und da habe ich dann diese Anzeige gesehen. Hier oben dieser selig grinsende Dackel mit Helm und darunter die Schlagzeile: So viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor. Danke, Deutschland. In Auftrag gegeben und bezahlt hat diese Anzeige übrigens das Ministerium für Wirtschaft und Technologie, an dessen Spitze seit Mai dieses Jahres ein gewisser Philipp Rösler rumkaspert. Wissen Sie, ich reg mich ja wirklich selten mal so richtig auf. Ich bin völlig ausgeglichen, bin quasi die Ruhe selbst. Aber wenn ich so eine gequälte Scheiße sehe, so eine dreiste Frechheit, so eine durch und durch verlogene Verblödungspropaganda, und wenn ich dann noch bedenke, dass diese Anzeige ausschließlich von Steuergeldern bezahlt wird, dann würde ich am liebsten zum ganz dicken Presslufthammer greifen und den so lange kreisen lassen, bis der Krankenwagen kommt, um mich einzuliefern. Was für eine kackfreche Impertinenz! So viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor. Und nie zuvor konnten so wenige Menschen von den Erträgen dieser Arbeit auch vernünftig leben. Es gibt in Deutschland... Es gibt in Deutschland 9,4 Millionen Beschäftigte im sogenannten Niedriglohnbereich. Von denen beziehen 40% ein Einkommen unter der Armutsgrenze. 2,1 Millionen Menschen schuften für einen Stundenlohn unter 6 Euro. Und 12,6 Millionen Menschen gelten als arm. Noch nie war die Kluft zwischen den Besser- und den Schlechterverdienenden so groß wie heute. Noch nie gab es so viele Menschen, die von Altersarmut bedroht sind. Noch nie lebten so viele Kinder in Verhältnissen, die einfach nur als erbärmlich bezeichnet werden müssen und aus denen sie aller Wahrscheinlichkeit nach ihr ganzes Leben nicht rauskommen. Und da kommt dieser Heini von einem Wirtschaftsminister und verpulvert Steuergelder für eine Anzeigenkampagne, in der er einen erzählt vom vollbeschäftigten Pferd. Ja, da soll er mal in den Supermarkt gehen und das den Leuten erzählen, die sich da unter menschenunwürdigen Bedingungen zu lebensfeindlichen Arbeitszeiten abrackern, um am Ende des Monats von ihrem Arbeitgeber in die hohle Hand gespuckt zu bekommen. Oder er soll auf die Krankenstationen gehen, in die Notfallambulanzen, in die Pflegeheime. Und da kann er sich aber bei denen bedanken, die rund um die Uhr unter ungeheurem Druck dafür sorgen, dass dieses Gesundheitssystem nicht komplett kollabiert und deren Löhne so niedrig sind, dass sie hinten und vorne nicht ausreichen, ein sorgenfreies Leben zu finanzieren. Und denen singt der lustige Philipp dann mal zum Schichtwechsel, wenn sie total aus dem letzten Loch pfeifen, das uralte liberale Schlaflied von der Leistung, die sich wieder lohnen muss. Es ist ein Rösler entsprungen. Ja, da kommt Freude auf. Oder... er stellt sich einfach nur an die Straße und wartet, bis ein Taxifahrer vorbeikommt oder ein von Subunternehmern ausgebeuteter Paketlieferant oder ein privater Postzusteller. Und dann ruft er denen mal ein fröhliches Danke Deutschland entgegen. Da wird er entweder schallend ausgelacht oder er hat ruckzuck die liberale Leistungsträgerfresse dick. Obwohl, eigentlich hat er ja recht. Der blitzgescheite Herr Rösler, der Minijobber aus dem Wirtschaftsministerium. Wenn man die Leute schon nicht ordentlich bezahlt, dann sollte man sich wenigstens einmal im Jahr bei ihnen dafür bedanken, dass sie trotzdem ihre Arbeit so gut und ordentlich wie möglich machen. Danke, liebe Teilzeitarbeiter, dass ihr die sittenwidrigen Arbeitsverträge unterschreibt. Danke, liebe Überstundenklopper, dass ihr im Zweifelsfall auch ganz ohne Lohn arbeitet. Danke, liebe Leiharbeiter, dass ihr euch klaglos von einem befristeten Arbeitsverhältnis ins nächste vermitteln lasst. Danke, Deutschland, dass du diese Arbeitsverhältnisse so akzeptierst, wie sie sind, nämlich himmelschreiend ungerecht. Aber, apropos Himmel, jetzt ist ja erst mal Weihnachten.
Und wenn man sich die Zwischenbilanzen des großen Einzelhandels anschaut, dann gibt es anscheinend immer noch genügend Menschen, die so viel Geld auf dem Dispo haben, dass sie dieses Geld mit beiden Händen in die Kassen der Weihnachtsgeschäftemacher schaufeln können. Denn Weihnachten wird auch diesem Jahr unterm Baum entschieden. Und auch dieses Jahr fällt diese Entscheidung eindeutig zugunsten der Besserverdienenden aus. Und die anderen, die kriegen das, was die Röstlers dieser Welt ihnen zugestehen. Nämlich einen feuchten Händedruck und ein zynisches Danke Deutschland. Und davon können sie sich dann was kaufen. Sich und ihren Kindern. Frohes Fest.